Los. Ja. Leichter Flug, nehmen wir den Beagle. Ist kein Hund, das ist ein Flugzeug. Mit dem ist echt leicht abzuheben. Jo. Ist übel komisch zu handeln. Aber dann danach, die Nevada, die musst du schon ein bisschen zirkeln, um die mit der abzuheben. Und der ist langsam. Der Beagle ist langsam. Alter, ich bin mir die Nevada gewöhnt, weißt du? Und da ist der einfach nur... Shit. Aber naja. Es sind eigentlich... Wo musst du hinfliegen? Flugzeugfriedhof. Ich auch. Ich habe gerade mal kurz einen Barrel Roll hingelegt. Das hingegen kann man dann mit der Nevada nicht. Beziehungsweise man kann schon nur, wenn man die Barrel Roll fertig hat, ist man am Boden. Und klatscht da schön sanft auf. Oder auch weniger sanft. Was? Da war nix. Ja, ich steig wieder aus, mein Flügel ist im Arsch. Spielt ja sowieso keine Rolle, wir kriegen für mittleren Flug ein bisschen mehr Kohle. Und es ist genau das gleiche. So, jetzt krieg ich's aber geschissen, Alter. Jetzt geht's. Jetzt muss ich nach LS. Zum Los Santos International Airport. Nicht in den Baum reinfliegen, auch nicht in Strommasten. Wir fliegen durch die Kabel hindurch. In echt würde das anders ausgehen, aber hier fliegen wir einfach mal kurz durch. Macht's nicht in echt nach, bitte. Ja gut, ich denke, so ein großes Flugzeug wird es jetzt nicht unbedingt interessieren, ne? Der säbelt da einfach kurz durch. Es wird schon was machen, aber... Ob er direkt abstürzt? Ja, zur Zukunft meines Kanals. Ich werde... wahrscheinlich mit ein paar Kumpeln eben mich zusammenschließen, so etwas à la Peatsweet machen. Der Crazer wird auch dabei sein, hat er gesagt. Hallo. Ja. Aber er wird halt noch nicht aufnehmen können, weil er halt einen Shit-PC hat. Ne? Ja, ich habe einen PC. Aber einen Shit-PC. Hm. So. Nicht so guten zum Aufnehmen. Zum Mitzocken reicht's, aber aufnehmen... Wird zwar, denke ich, auch noch gehen, jetzt zum Beispiel so LOL und so, aber Rendern dauert halt übelst lange, ne? Nee, ich glaube nicht, dass LOL reicht, aber... Ist ja einfach Aufnahme, also. Ja. Naja, auf jeden Fall wird dann einfach mal ein bisschen dabei sein, ein bisschen mitquatschen, sein Swag verteilen. und sobald er dann einen eigenen PC hat, wird er dann auch wieder durchstarten. Ich denke, jeder wird so sein Single-Kampagne Let's Play haben und jeder wird irgendwie so ein Together haben. Also ich werde auf jeden Fall, denke ich, MTA und GTA 5 weitermachen. Und dann irgendein Racing-Spiel noch spielen. Einige haben sich ja auch TDO 2 wieder gewünscht. Dass ich wieder TDO 2 Let's Play. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich auch mit der Cobra 11 Serie weiter. Oder vielleicht... Arschen. Vielleicht ist ja bis dann auch der Crew draußen. LOL. LOL. Was? Ich bin in Punkt 3 und dann war ich auf einmal tot. Wow, würde ich sagen, ne? Jo. Bist du erst noch gerespawnt oder direkt tot? Nee. Blue Sky, yeah, all I can see. Die Musik, die ist gerade wirklich cool. Komm. Erinnerung auf. Ja, Lemon Tree.
Der Zitronenbaum. Einfallsreicher Songtitel. Ja. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn so von mir noch für Let's Plays wünscht. Also, auf diesem Kanal werde ich vielleicht jetzt noch das Syndikat anfangen. Also, nee, fertig machen, wenn ich schon anfange. Und ja, ich muss mit den Jungs noch mal kurz Absprache halten, wie wann wir den Kanal jetzt starten wollen. Aber ich denke ziemlich bald. Was wollte ich noch sagen? Eben, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich Let's Playen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was euch so, was ihr so gerne sehen wollt. Ja. Need for Speed. Dieses Jahr kommt ja im März, glaube ich, der Need for Speed Film raus. Unsere Kinos wissen zwar noch nichts davon, aber kommt, glaube ich, raus im März. Wenn ich mich jetzt im Datum und im Monat geirrt habe, dann schlag mich nicht. Also ich freue mich riesig auf den Film. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Crazer. Mal schauen, wie es wird. Also, ja, ich denke, ich weiß nicht, ob sie ein Spiel dieses Jahr auch noch raushauen. Wäre natürlich fett. Allerdings muss ich auch sagen, wenn sie ein Spiel rausbringen, dann bitte ein richtiges, nicht irgendeine zusammengewurschelte Kacke. Sollen sie sich lieber 2 Jahre Zeit nehmen und dafür ein richtig geiles Need for Speed rauskloppen. Ja. Underground 3 sind jetzt wieder Diskussionen, ob ein Underground 3 kommt. Ich denke, es kommt nicht. Weil, wenn sie das versauen, ist einfach die komplette Reihe im Arsch. Und Underground ist so ziemlich die einzige Spiel, was jetzt noch nicht verwurschtelt haben. Also, sie haben jetzt Most Wanted, haben sie jetzt mit dem mit dem 2012er Most Wanted richtig verkackt. Das alte ist zwar immer noch episch, aber es hat den Namen, das neue hat einfach den Namen Most Wanted nicht verdient. Ist irgendwie Burnout Paradise 2.0 wird es eher treffen. Aber bestimmt kein Most Wanted. Need for Speed ist für mich so, ja, bisschen Autotune, bisschen Cops verfolgen und nicht online. Ich kann online spielen zwar, wenn ich will, aber ich muss nicht online spielen, nicht wie in Rivals. Das war ja auch die größte Kacke, was mich aufgeregt hat. Ich habe mir das Spiel ja 2 Tage später gekauft, bin mit dem Auto, mit meinem Ford Mustang GT500, nein, Shelby GT500, bin ich da auf dem Highway rumgerast, habe gedacht, oh ja, jetzt bin ich cool, ich habe einen Ford Mustang, und dann kommt einer mit dem Lambo Bulle weg. Ich meine, wenn du dir das Spiel jetzt kaufst, es dauert 5 Minuten, dann kommt der nächste Schlawiner mit irgendeinem McLaren um die Ecke gefahren und boxt dich einfach mal weg. Du kannst nichts machen. Das ist so Müll. Und klar, man kann auch gegen die KI fahren, aber die ist nicht so dufte, finde ich jetzt. EA Ghost, da haben sie ja auch wieder ein paar Stellen abgebaut. Wer den lieben LPN05 verfolgt, der hat ein bisschen Infos bekommen. Bei EA Ghost haben sie jetzt ein bisschen Stellen gekürzt. Ich hoffe, sie haben nicht die Falschen rausgeschmissen. So. Es gibt übrigens 3 Locations, wo ihr, die ihr anfliegen könnt mit dem Flugzeug. Es ist einmal Flugzeugfriedhof, genau, Flugzeugfriedhof, ich Chinese, ich nicht sagen R. Nein, Flugzeugfriedhof könnt ihr anfliegen, dann LV könnt ihr anfliegen und SLS könnt ihr anfliegen. Genau. So, ich denke, ich mache noch einen Flug und dann haben wir es auch mit dem Farm, weil es ist ja für euch auch mit der Zeit langweilig, hier die ganze Zeit zu gucken. Was wollen wir noch nachher noch machen? Hast du eine Idee? Crazer? Nö.
Nö, habe ich nicht. Okay. Keine Ahnung, ich gehe jetzt dann gleich, weiß nicht. Bam, wird langweilig. Ja, ich habe mir jetzt gleich gerade einen Flugschein gegönnt und dann habe ich jetzt keine Kohle mehr und ist nicht so interessant jetzt. Wie viel Kohle hast du denn jetzt zusammen? Du bist jetzt auch schon am Fliegen. Ich habe sie ausgegeben. Ich habe schon geflogen, ich bin jetzt bei mittlerer Flug angekommen. Ich mache jetzt noch den zu Ende und dann gehe ich. Okay. Wie viel Geld hast du jetzt schon mit dem Fliegen verdient? Ach, nicht viel, irgendwie 2000 oder so. Verdienst okay. Ja kaum was bei den Anfangsleveln. Ja doch, wenn du mit einer Nevada fliegst, dann verdienst du 300. Aber das musst du ja nicht so oft machen. Ich habe eigentlich das Zeugs nur gemacht, weil es 2 Levelpunkte gibt und ich auf mittlerer Flug kommen wollte. Okay. Ja gut, mit einem leichten Flug verdienst du nicht so viel. Aber mittlerem Flug, finde ich, verdienst du wirklich gut, weil so mit 10 Flügen, ungefähr so 10 Minuten, machst du 3 Mille. Finde ich ganz persönlich ganz gut. Ich fahre noch kurz zur Arena, weil ich hier euch die auch nochmal zeigen will. Da. Motor aus, / Break, dass mit mir niemand die Karre wegnimmt. Ist abgeschlossen. Ich nehme hier mir noch eine Soda. Nein, die ist hier nicht eingeschriftet, alles klar. Dann kann man einfach mal hier so da rein und Canyon Strecke fahren. Ja, Motor an. Und dann fahren wir mal kurz ein Rennen, ne? Bis hier die Spitzenzeit, würde ich gerne mal noch wissen. Gut, verbockt. Ist schon verkackt. Erste Kurve direkt. Verkackt. Aber ich zeig's euch trotzdem mal. So, Full Speed. Der Tacho fängt wieder bei 0 an. Da kommen nicht mehr nach. So. Ich will mal ausprobieren, ob das Auto schneller ist als ein Sultan. Als ein Sultan ist er schneller, aber als ein Infi. Ein Infi fährt hier 280. Oder 260? Irgend sowas. Wie schnell fährt der hier? Ja, jetzt hier bergauf kann man es natürlich nicht vergleichen. Der fährt den Berg hoch mit 220. Nicht kippen. So. Ja, jetzt schöne Lady Gaga-Mucke. Ich bin überhaupt kein Lady Gaga-Fan. Falls jemand das jetzt falsch verstanden hat, Mann, meine Aussprache heute ist auch für den Arsch, ne? Komm, zieh, Mann. 1:35 haben wir jetzt. Ist keine Rekordzeit. Rekord liegt, glaube ich, bei 1:41 oder so. Ist es mir immer noch ein Rätsel, wie der in 1:41 hier durchballern kann. Dafür kann man mit der Karre gut driften. Au, außer man landet im Felsen. Immer wieder kommt es ein bisschen Stadionmucke. So, jetzt kommt epischer Jump incoming. Tschüss Motorhaube, habt einen schönen Tag. So, jetzt können wir uns das Kraftwerk anschauen. Das schaut für mich nach einem V8 mit Turboaufladung aus. Irgend sowas, ne? Also das ist... Ich zeig's euch gleich kurz, wartet. Fade. Also das Ding, was da abgeht, das sieht aus... Das ist so eine Ladeluftansaugung. Und so ein Ding einzubauen ohne einen Turbo macht keinen Sinn. Deshalb denke ich, hat's ein Turbo drin. Aber das merkt man ja sowieso nicht, ne?
Ist MTA oder GTA, sondern der ist scheißegal. Alle Motoren sind gleich. Ist ja dann bei GTA 5 anders, kann man Turbo und alles einbauen, die tönen ja dann auch. Im Sultan beispielsweise, wenn du dann den höchsten Turbo drin hast, dann macht das so. 2,55, 2 haben wir gefahren und der beste, die beste Rundenzeit war 2,35, 0. Gut, möglich ist es. LPU-Ratz. Ist möglich, die Zeit zu fahren. Aber nicht für mich. So, willst du noch irgendwas machen? Gracer? Hallo? Nö, ich bin schon weg. Okay. Dann gehe ich jetzt los. Ja, hallo? 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 Ah, okay. Jo, ich jetzt, nee, ich bin schon weg. Alles klar, ich gehe jetzt noch kurz das Geld einzahlen, was ich jetzt verdient habe. 2,2000. Und dann fahre ich auch mal zurück. Weil ich muss mich hier jetzt mit Slash Safe ausloggen, weil sonst die Waffe. Ja, wobei, ne? Eigentlich, ich habe mich gestern nicht mit Slash Safe ausgeloggt, weil es rumgespackt hat. Und die Waffe war trotzdem noch da. So, einzahlen. Jetzt, wehe, jetzt kommt irgendwer nach Hause. Wehe, der kommt in mein Zimmer. Ich schlag ihn tot. So, aber bitte knall die Tür nicht zu. Bitte, nicht. So, komm, zieh an. Gibst du Gas, Junge? Da oben ist übrigens ein Aussichtspunkt. Auf diesem Pfeiler hier. Hier oben ist ein Aussichtspunkt. Wenn ihr da oben seid, kriegt ihr Punkte. Und, ja. Müssen nur gucken, dass ihr da oben halt ankommt. Nicht runterfällt. Wie es ein gewisser anderer Typ gemacht hat. Grüße an dieser Stelle. Wir sind da zu dritt hochgelaufen. Einer hat es uns gezeigt. Und dann plötzlich stehe ich so um. Wir sind nur noch zu zweit. Wo ist der andere? Kein Plan. 2 Minuten später kriege ich eine SMS. Ich bin so dumm, ne? Ich so, ja, was hast du gemacht? Ich bin gesprungen. Und dann bin ich runtergefallen. So. Ich würde sagen, das war's von diesem Mal von Let's Play MTA VO Real Life. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö. Jo. Ciao.